Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des, man könnte ja fast sagen, digitalen Marathons zum Thema Wasserstoff. Eine Woche Programm, das ist großartig. Es wird von der Zeche Zollverein aus ausgestrahlt, aber Sie alle, wie ich ja auch, sind virtuell zugeschaltet. Und Sie haben sich ein wirklich spannendes Programm ausgesucht. Sie werden in dieser Woche den zukunftsträchtigen Energieträger Wasserstoff aus völlig unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und damit auch ganz spannende Fragen einer Beantwortung näher bringen, wie wir in den nächsten Jahren die Klimaneutralität erreichen wollen in unserem Land, sowohl im Energiesektor als eben auch in den Bereichen Mobilität, Wohnen und Industrie. Und hier stehen wir alle zusammen, natürlich in Deutschland, europäisch, aber auch weltweit vor großen Herausforderungen. Wir können mit Elektrifizierung basierend auf erneuerbaren Energien eine ganze Menge bewirken. Aber das wird alleine, das wissen wir alle, mutmaßlich nicht reichen können, um so schnell unsere Klimaziele auch tatsächlich realisieren zu können. Deshalb ist Wasserstoff ein Medium, das uns hilft, Energie auch zwischenzuspeichern, Energie auch in die anderen Sektoren hineinzukoppeln. Und das macht Wasserstoff so spannend. Im Übrigen haben wir natürlich hier im Ruhrgebiet, von wo aus diese Veranstaltung ausgestrahlt wird, sehr viel Erfahrung mit Wasserstoff, denn die Industrie hat ja schon in der Vergangenheit mit Wasserstoff gearbeitet. Hier gibt es die längste Wasserstoffpipeline Europas. Es gibt viele Unternehmen, die damit zu arbeiten gelernt haben. Aber uns geht es natürlich mit Blick nach vorne darum, dass wir Wasserstoff nicht auf Basis fossiler Energieträger gewinnen und dann nutzen, sondern wir wollen natürlich im Ziel einen klimaneutralen Wasserstoff haben. Und da müssen wir sehen, wie können wir die verschiedenen Ansätze zusammenbringen, wie können wir die Erneuerbaren weiter ausbauen, sowohl onshore als auch offshore. Wie können wir dann die dort gewonnene Energie mit Netzen zu den Abnehmern führen? Und wie kann dann Wasserstoff ein Enabler sein, damit dieses Zusammenspiel erleichtert werden kann, hin auch zu den anderen Sektoren? Und wenn wir über die Industrie der Zukunft sprechen und dort Wasserstoff als einen der ganz großen Ermöglicher sehen, um zu einer klimaneutralen Industrie zu gelangen, dann sehen wir natürlich bei näherer Betrachtung auch, dass es dafür riesiger Energiemengen bedarf, um so viel Wasserstoff dann klimaneutral herstellen zu können. Und da richtet sich dann der Blick nicht nur auf die regionalen und nationalen oder europäischen Möglichkeiten, sondern müssen wir den Blick auch in die weitere Welt hinein richten und uns fragen, wie Länder, die heute vielleicht Öl und Gas exportieren, in Zukunft mit Hilfe erneuerbarer Energien Wasserstoff umwandeln und uns damit dann auch wirtschaftlich beliefern können. Sie sehen, es ist ein großes Thema, mit dem Sie sich jetzt eine Woche lang beschäftigen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß dabei, viele Anregungen, fruchtbare Veranstaltungen, von denen wir alle profitieren mögen. Eine gute Zeit. Freue mich, dass Sie dabei sind.